Hallo, zum Abschluss unserer kleinen Lazarus-Serie ein bisschen Spaß, ja. Ich habe hier ein Demo genannt Schwachsinn. Schwachsinn, wie komme ich jetzt auf Schwachsinn? Wir kennen ja, ich lasse das gerade mal laufen. Ich habe da wieder Fernsehen geguckt, ja. Irgend so eine Star Trek, was weiß ich, Serie. Und man sieht halt immer im Hintergrund so Bildschirme, ne? Im Hintergrund im Raumschiff, alle sind da vorm Sprechen und am Kämpfen und am mit dem Laserschwert und weiß was ich und Star Wars. Und im Hintergrund sind immer Monitore und da läuft irgendwie immer Schwachsinn, ja. Irgendwelche Listen rollen hoch und runter, irgendwelche Computergrafiken machen wirre Symbole, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Irgendwelche Raumschiffe rotieren und ähnliches. Und da dachte ich, das ist Schwachsinn, ne? Und Schwachsinn, kann ich auch, habe ich mir gedacht. Habe ich schon lange. Schwachsinn habe ich schon lange. Hab dann einfach mal drei von meinen Lazarus-Demos einfach für Spaß mal kombiniert. Vielleicht für euch mal ganz interessant, dass ihr auch meine Demos mal zu was anderem zusammen frickeln könnt. Einmal hatten wir den 4D-Cube, ne, einen vierdimensionalen Würfel. Habe ich dann jeweils auf ein separates Panel gelegt. Hier zum Beispiel auf dieses da. Das ist ein separates Panel. Ich habe jetzt keine Splitter gemacht. Um die zu trennen, könnt ihr machen. Dann habe ich Fraktale. Das ist das Fraktale-Demo, was ich mal gemacht habe. Ne, kennt man vielleicht noch ganz gut. Und das Matrix-Demo. Ne, ein bisschen mit dem Schriften rumgespielt. Habe ich dann mal kombiniert. Quelltext hänge ich euch an. Ich habe dann immer mal dahinter geschrieben, was ist von welchem Demo entlehnt, ne, damit man überhaupt noch durchsteigt, was ist für was sinnvoll ist, wenn ihr mehrere Sachen kombiniert, dann darauf zu achten, dass da keine doppelten Namen vorkommen. Zum Beispiel gab es hier eine Variable y, beim anderen Demo auch, dann habe ich die kurzerhand mal yr genannt und dann war das gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, so ein bisschen Schwachsinn. Wie gesagt, zum Abschluss unserer kleinen Lazarus-Serie und es geht dann weiter mit normalem Linux Ubuntu Wahnsinn. Gut, ich schau mal wieder ein bisschen Schwachsinn, Star Trek, Stargate oder was sonst noch anfällt. Und tschüss.